Tenniszeit im Bürgerpark, Tenniszeit mit den Seelöwen in Bremerhaven. Am Sonntag das erste Spiel in der zweiten Tennis-Bundesliga. Es kommt Groß-Hesselohe und es ist an der Zeit, die Mannschaft vorzustellen. Nicht Groß-Hesselohe, sondern die Mannschaft, die hier im Bürgerpark für Furore sorgen will, nämlich die BTV Seelöwen. Hier haben wir einen Teil der Mannschaft vor uns stehen. Wir haben heute Donnerstag, also die komplette Mannschaft wird dann erst am Sonntag vor Ort sein. Aber wir sehen hier schon absolut sportliche Typen mittendrin, auch der Trainer hier vorne, Torben Theine. Wir kommen gleich zu ihm. Ich will mal kurz die Runde vorstellen. Neben Torben Theine Marc Sieber, gebürtiger Straubinger, Publikumsliebling hier in Bremerhaven. Noch ein Publikumsliebling, Massimo Ocera, unser Italiener hier im Kader. Juan Martin Aranguren, richtig ausgesprochen, wahrscheinlich, hoffe ich, auch ein ganz wichtiger Spieler für das Team der Seelöwen. Dann ein junges Talent, eigentlich doppelt gemoppelt, Talente sind immer jung, Marco Lenz von der Tennisbase aus Hannover. Und dann ein Mann, den wir im Sonntagsjournal schon mal vorgestellt haben, ganz außen, Peter Torepko, aktuell Nummer 182 der Weltrangliste. Stimmt, ne? Guckt es gerade etwas erstaunt, aber ich habe extra nochmal nachgeschaut. Halbfinalist von Scheveningen in der letzten Woche, ein gutes Turnier gespielt. Ja, Torben, als Trainer dieser Mannschaft, ihr habt eine ganze Menge vor in dieser Saison. Bernd Badenhorst hat gesagt, ja, oben mitspielen wäre nicht schlecht, aber ich glaube, du könntest dir gut vorstellen, mit der Mannschaft Meister zu werden. Ja, Meister ist sehr hoch gegriffen, aber auch oben mitspielen. Also das ist, glaube ich, das Ziel von uns allen. Und wenn am Ende da ein Aufstieg bei rumkommt, dann wäre das natürlich eine tolle Sache. Das Potenzial, ganz oben dabei zu sein, hat die Mannschaft. Ja, ich denke, dass wir ein sehr starkes Team dieses Jahr haben. Konkurrenz ist natürlich auch sehr hoch. Davon mussten wir uns die letzten beiden Jahre überzeugen lassen, wie schwierig das war. Aber nichtsdestotrotz gehen wir dieses Jahr mit hoher Motivation und viel Engagement wieder ins Werk. Stell uns deine Mannschaft mal so ein bisschen vor. Hast du einen persönlichen Lieblingsspieler? Nein, also ich stehe hinter der ganzen Mannschaft natürlich. Einige kenne ich jetzt nun länger, andere sind auch für mich recht neu. Aber ich freue mich auf die neue Saison. Okay, schauen wir mal hier. Marc Sieber, letztes Jahr schon im Kader der Seelöwen. Du kommst aus Straubing, bist dort gebürtig, auf der Tour unterwegs. Publikumsliebling, die Spieler, die lieben dich wahrscheinlich auch, aber die Fans lieben dich vor allen Dingen auch. War es für dich eine leichte Entscheidung, in Bremerhaven nochmal zuzusagen? Ja, es ist mir letztendlich schon leicht gefallen. Gerade deswegen, weil so viele Zuschauer kommen zu den Spieltagen und es einmalig ist in der zweiten Liga. Und ja, das war wahrscheinlich auch der Hauptgrund, hier zu bleiben. Wie fühlt man sich so als Niederbayer an der Nordseeküste? Ich habe immer mal gehört, das geht eigentlich gar nicht so gut. Nö, das ist okay, bis auf das Wetter ist eigentlich alles okay hier. Ja. Hast du deinen Vertrag hier in Bremerhaven auch verlängert mit der Option, weil man gesagt hat, okay, wir können Meister werden, wir können aufsteigen. Ist das mit so auch im Hinterkopf bei dir? Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass wenn wir noch ein paar gute Leute holen, das haben wir ja gemacht, dass wir dann oben mitspielen können. Und das soll auch das Ziel sein für dieses Jahr. Hier kommen wir zu zwei absoluten Stars, wie alle eigentlich Stars sind in dieser Mannschaft. Massimo Ocera und Juan Martin Aranguren. How do you like it here in Bremerhaven? Is it a very good city for playing tennis? Yeah, sure. Then for me, a lot of years that I play for the club is seven years. So for me, it's a special moment every time to come here and play with the team. Also er sagt, das ist für ihn immer ein besonderes Ereignis, hier zurückzukommen nach Bremerhaven. 7 Jahre ist er schon hier. And you have a tennis camp after the season here in Bremerhaven. Oh. Tell us something about that. I know, it's the second time that I made. Last year was the first and it was a good things, like it was experience different with the kids that are all happy and they want to play and to have fun and beautiful also for me. Juan Martin, how do you like here at Bremerhaven and playing tennis for this team? Well, it's a good place to play, to be, and we have a very good atmosphere here to play. Mm-hmm. People come to see us and support, so we are very happy to be here again. I think yesterday we saw you on TV watching tennis in Hamburg. Is this true? Yes, I was there. I tried to play qualifies there. Mm-hmm. I remained first out, so I couldn't play there the qualification, but still I stayed there the week training with professional and good players, so I spent a nice day there too. Do you stay all the time here in Bremerhaven, all 6 weeks? Yes, I will stay here the whole season, so I hope to have a good time also here. Thank you. Kommen wir zu Marco Lenz. Ich habe letzte Woche mit dem Manager der Tennisbase in Hannover telefoniert und er hat mir gesagt, passt mir gut auf den Marco Lenz auf. Das ist einer, der wird nochmal den Durchbruch schaffen. Und überzeug ihn mal, dass er nicht studieren geht nach der Tennissaison, sondern dass er an seiner Profikarriere weiterfeilt. Ist da was dran, dass du möglicherweise gar nicht mehr so auf den Profizirkus schaust?
Es ist richtig, dass ich mich eingeschrieben habe für ein Studium, aber dennoch möchte ich mich weiter auf Tennis konzentrieren und ja, vielleicht klappt es noch und ich werde auf jeden Fall nicht aufhören mit Tennis. Was willst du denn studieren? Ich habe mich für mehrere Sachen beworben und werde schauen, wo es klappt. Würde am liebsten natürlich im Norden bleiben, in Hannover. Dort gefällt es mir sehr gut. Du bist ja nun der Youngster in der Mannschaft. Du spielst nun mit wirklich gestandenen Profis. Ist das ein Problem für dich oder eine Herausforderung? Ist das einfach auch ein glücklicher Moment? Also ich finde es wirklich sehr schön, mit so guten Spielern trainieren zu dürfen. Da kann man sich vielleicht noch die eine oder andere Sache abgucken. Die ziehen einen mit und ich freue mich wirklich auf die Saison und hoffe, dass wir die erfolgreich abschließen können. Okay, und dann haben wir Peter Torepko, unser Medienprofi beim Sonntagsjournal. Wir haben schon ein Interview mit ihm gemacht. Peter, 182 der Weltrangliste. Im Moment bist du sozusagen von der Positionierung her die Nummer 1 bei den Seelöwen. Du hattest ja mal gesagt, dein Ziel ist es, weiter nach oben zu kommen in der Weltrangliste, damit du nicht in die Qualifikation mehr musst bei den größeren Turnieren. Der Weg scheint zu stimmen. Ja, der Weg scheint zu stimmen. Ja, ich versuche natürlich jedes Mal an mir zu arbeiten und trainiere hart. Und wenn ich gute Turniere spiele, dann wird sich das auf der Rangliste abspiegeln. Ne? Und ja, jetzt habe ich letzte Woche ein gutes Turnier gespielt und bin ein bisschen gestiegen. Für alle, die es noch nicht erfahren haben, der Peter hätte beinahe die Qualifikation für das Wimbledon-Hauptfeld geschafft. Ein Thema, auf das man dich jetzt lieber gar nicht mehr ansprechen sollte, weil du dich immer noch ärgerst. Ja. Also das tut dann auch richtig weh, ne? Vor allen Dingen, weil du hattest Matchball? Ja, kann sein, ja. Nein, natürlich, ich meine, ich ärgere mich natürlich, aber ja, im Endeffekt muss man weiter nach vorne gucken und ja, es passiert und genauso habe ich auch andere Matches umgedreht, wo ich Matchball hinten lag und gewonnen habe, von daher, ja, ist es okay. Jetzt, wir haben ein bisschen verfolgt, letzte Woche hast du in Scheveningen gespielt, das Halbfinale erreicht. Bist du zufrieden mit der Bilanz gegen den 1-1 gesetzten ausgeschieden am Ende? Ja, am Ende bin ich zufrieden mit dem Turnier. Ich habe gute Spiele gehabt. Ja, und da habe ich verdient verloren, weil ich keinen guten Tag erwischt habe und mein Gegner echt ein guter Spieler ist und ordentlich gespielt hat. So, Aufstieg ja oder nein? Letzte Frage. Ich hoffe ja. Das ist das Wort schlechthin. Wir sehen uns dann am Sonntag, 11 Uhr. Erster Aufschlag hier gegen den TC Großhesselohe. Und ganz ehrlich, hoffen wir auf etwas besseres Wetter. Wie ihr seht, es regnet. Das muss wirklich nicht sein. Bis dann, danke und tschüss.